Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir stehen hier immer noch an der Klippe und gehen in den ersten Kampf. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir, wenn wir bis zum Monster überhaupt kommen, dann dürfen wir bestimmt noch erstmal gegen ein paar Viecher kämpfen. Wäre sonst ja auch viel zu einfach. Damit die Energie auch schön weg ist und wir nicht mit vollem Leben und allem schön in den Bosskampf reingehen, aber okay. Bin ja mal gespannt, wie stark der sein wird und ob wir den hinkriegen beim ersten Mal oder ob ich noch trainieren muss. Aber eigentlich sind wir ja sehr gut dabei gewesen. Bisher. So, der letzte Blitz noch bitte und dann weg damit. Weg mit dem Schwabbelbabbel. Super. Danke, danke, danke. Ach so, ja. Vielleicht sollten wir auch mal hier ins Wasser gehen. Wäre vielleicht ganz ratsam. Konnte man hier auch lang? Nein. Och Mann. Nein, ein Angriff von hinten. Und dann schnappen wir uns das Ding. Nach den Untoten hier. Es sei denn, da kommt gleich noch wieder einer auf uns zu. Wir schaffen das schon. Greif mal an hier. Einer zumindest schon mal weg. Noch einer weg. So. Wupp mal was hier. Du bist voll schlecht, Sissel. Sissel. Jetzt ist der wieder vergiftet. Nervig. Na komm, mein Blatt. Ah. Du machst mal Vita, bitte. Nein. Doch, Gegengift, bitte. Der Sizzle kann ja sowieso nicht so viel gerade. Aber bitte jetzt nicht wieder vergiften. Bitte, bitte nicht. Nein. Ist er weg? Ja. Ich hab's gehofft, dass die Rydia das hinbekommt. Mit ihrem super Stab. So, nochmal vielleicht irgendwie was nehmen oder nicht? Oder wir machen einfach mal. Wir machen. Rein mit euch. Es kommt. Oh oh. Das schreckliche Oktomammut. Wow, Oktomammut. Okay. So, dann voll drauf, bitte. Schwarzkunst ist aktiviert. Vielleicht steckt er dann auch nicht so viel ein. Ich weiß nicht, ob seine Verteidigung dann auch besser ist. Achso, jetzt können wir ja mal angreifen. Würde ich sagen. Und du, beschwör doch mal ein Schokobo. Wie wär's damit? Und immer schön angreifen. Unsere erste Beschwörung. Mit Schokobo. Ah, süß. Nur 79, das ist ja nicht viel. Und 280 war da super. 272. Voll gut. Schafft er das noch? Das einmal mit noch einem Schwarzkunst, sehr gut. Das ist super. Jetzt müssen wir langsam auch mal heilen hier. Sonst wird's knapp. Vitra, bitte.
Okay, er macht was. Hervorragend. Die Bestie wird schwächer. Oh. Ist nicht gut. 9, noch haben wir nicht gewonnen. Eine verwundete Bestie ist am... Boah, ich sehe das nicht, weil mein Bildschirm ein bisschen oben die Schrift verdeckt. Weil ich im Moment seit neuestem 2 Bildschirme benutze. So. Vitra, bitte auch nochmal du. So, und greif mal an. Oh nein, sie ist tot. Scheiße. Okay, ihm geht's wieder super, aber das war eigentlich nicht mein Ziel. Haben wir noch eine Phönixfeder am Start? Konzentriert du dich mal aus. Genau. Engel, sehr gut. Immer angreifen, angreifen, angreifen. Solange er seine Schwarzkunst noch aktiviert hat. Während der Engel unsere Rydia wieder belebt. Na? Kriegen wir ihn platt langsam? Aha. Der greift an. Bitte nicht Rydia. Bitte nicht Rydia. Greif an. Unsere Heilportion verwende ich mal. Und angreifen. Dann sind wir ein bisschen wieder aus dem Schneider gerade, während er weiter draufhaut. Schwarzmagie. Bitte einmal drauf. Okay. Nicht schön, dass der andere auch wieder tot ist. Ach, immer dieses Ringen. Phönixfeder vielleicht? Phönixfeder? Phönixfeder? Hallo? Ich werde angegriffen. Oh Gott. Okay. Mach einfach mal. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Sehr gut. Aber wahrscheinlich wird Teller keine... Oh, sie war auch kurz vorm Sterben. Er wird aber wahrscheinlich keine Erfahrungspunkte dann kriegen, ne? Oder? Naja. Es war knapp. Aber das ist ja umso besser, wenn wir es dann geschafft haben. Lydias Stufe angestiegen. Und das heißt, er auch? Nein, natürlich nicht. Schade. Ja, hätte man besser machen können, aber egal. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir in die Burg. Hinter dem Wasserfall gelangen wir nach oben. Können wir ja jetzt mal ein Zelt benutzen, oder wie sieht's aus mit euch? Wie geht's euch? Ich muss mal Status machen und nicht Items. Okay, wir benutzen auf jeden Fall ein Zelt. Das habt ihr euch verdient, Leute. So, und dann speichern wir direkt auch ab. Nach Damzyan ist es nicht mehr weit. Halte durch, Rosa, sagt unsere Sissel. Ja. So. Gut, dann haben wir das ja auch geschafft. Ja, weiter geht's. Oh oh. Hier wird jemand angegriffen. Die Burg wird angegriffen. Burg Damkyan. Angriff. Und ich nenne es jetzt immer anders irgendwie. Damzyan, Damkyan. Oh, wir sind... Nein, 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 nein. Bleib mal hier. Können wir hier irgendwie... Ich weiß gar nicht, wo ich hier rumrenne. Hallo? Hier geht's rein. Oh. Burg Damzyan, Kerker. Mein Augenlicht. Die Flammen haben es mir genommen. Seid ihr ein Freund? Ich kann euer Gesicht nicht sehen. Ich bitte euch, sorgt dafür, dass dem Feind diese Schätze nicht in die Hände fallen. Oh. Okay, hier haben wir eine Truhe. Die würde ich gerne alle haben. Ich glaube, wir brauchen erstmal den Schlüssel, oder? Sieht auch so aus wie so ein Geheimgang hier.
dass es so dunkel hier ist. Wir haben jetzt aber nicht irgendwie einen Schlüssel bekommen, oder? Hier ist die Dunkelrüstung. Ja gut, dann wieder raus. Jetzt bin ich wieder ganz draußen. Ist so doof. Na gut, Haupteingang. Der sagt auch nichts mehr. Gehen wir mal rein. Der sagt auch nichts. Ist hier noch irgendwas? Nein. Mal nach rechts gucken. Gott sei Dank werden wir hier nicht angegriffen. Das finde ich immer total doof. Erdgeschoss. Am Himmel waren plötzlich Luftschiffe. Sie feuerten ohne Warnung. Sie haben den Kristall gestohlen. Oh oh. Oben sind Heilvasen, bitte. Irgendjemand. Okay, was haben wir hier? Zelt. Sehr schön. Er sagt nichts. Am Himmel waren plötzlich Luftschiffe. Sie feuerten ohne Warnung. Oh Gott, ja. Obergeschoss 2. Anna! Oh, Anna! Du bist dieser Bade. Es ist deine Schuld, das. Nein, bitte! Oh nein! Teller gegen den Baden. Der Bade schließt sich uns bestimmt auch noch an. Der gehört bestimmt auch noch zur Gruppe dann später. Wir können auch nichts machen, die kämpfen zusammen alleine. Du verlogener Bade. Ja, wie gesagt, mein Bade, bitte, ist nicht so, wie ihr denkt. Ja, der Bildschirm ist ein bisschen abgeschnitten, weil ich halt nicht auf Vollbit spiele. Damit ich auf meinem anderen Monitor halt immer auch währenddessen rauf kann. Versuch mich nicht für dumm zu verkaufen. Ihr müsst mich anhören. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer hier gegen wen gewinnt. Ich kann nichts tun. Da hätten sie aber auch eine Sequenz machen können, ganz ehrlich. Muss man ja nicht hier so im aktiven Spiel sein. Sei endlich still. Ich flehe euch an. Ich glaube, der Bade will überhaupt nichts Böses. Aber Teller will nicht hören. Einfach mal draufschlagen. Den Schmerz, den Anna erfahren hat oder so. Aber Anna und ich, wir... Ich glaube, hinterher sieht man die Schrift wieder gut in der Aufnahme. Vater, bitte hört auf. Irgendwas mit dem Vater? Irgendwas mit dem Vater. Oh, Anna! Ah. There's life left in you yet. Father. Edward. He is the Prince of Dampsian. He disguised himself as a bard to avoid attention. Forgive me, Father, for running off with him. Edward. I'm in love with him, Father. But I could not stay without my father's blessing. I was about to return when... The Red Wings laid siege to us, led by a man named Golbez. Golbez? Yes. A figure clad in armor of deepest night, his strength beyond that of mortal man. And the Red Wings' purpose? Our crystal. And then they rained fire upon us. I lost my mother and father. Then Anna tried to shield me from their arrows. You love this man that much? Father, please, forgive me. I was so selfish. Edward, I love you. Anna! Anna? Anna! This Golbez, tell me more of him. I've heard he came to Baron only recently. It seems he's using the Red Wings to steal crystals. Tears do not bring back the dead, boy. Anna's death must be avenged. I'll find this Golbez. Tella, not alone. She was not your daughter.
Her killer will die by my hand. Anna. Coward. You're a man, aren't you? A grown man. Stop crying. I have. Rydia. You're right. I'm nothing but a coward, just as you say. That's why I'm just going to stay at Anna's side. It doesn't matter anymore. Nothing does. You're not the only one who's grieving. Anna would not wish to see you fawning like a fool. Please, I've desperate need of your help right now. But how could I help you? My name is Cecil. A friend of mine has taken ill with desert fever in Kaipo and needs a sand pearl if she is to live. And for that, I've need of your aid. You need my aid? I do. Rosa's life depends on it. I beg you. This woman you speak of, she means a great deal to you, doesn't she? As Anna did. As Anna did to me. In a cave far to the east dwells a monstrous creature known as an antlion. The pearls you seek form from the fluid the beast secretes as it lays its eggs in the sand. There is no overland route to its den. We must cross the northern shoals to get there. A hovercraft is docked here. With it we can reach the creature's cave. It can bear us across the surf to Kaipo as well. Come. We must hurry. Prinz Edward von Damzien hat sich der Gruppe angeschlossen. Edward, Prinz von Damzien. Farewell, my love. So, wir haben ein neues Gefährt. Das sieht ja lustig aus. Wie so ein kleiner Staubsauger. Ich finde das ganz schön krass, dass Rydia ihm einfach mal eine ballert, obwohl seine Liebste halt gerade gestorben ist, die sich ja auch für ihn geopfert hat. Aber okay. Keine Zeit zum Trauern. Da stirbt einfach mal derjenige, den man liebt. Und ja, halt die Schnauze, reiß dich zusammen. Genau. Ganz toll und nett. Kann man ja mal machen, wie gesagt. Kann man auch eine Karte benutzen? Nee, ne? Irgendwie nicht so. Nö. Ja, dann cruisen wir hier mal rum. Gucken mal, was es hier so gibt. Vielleicht finden wir auch gleich den Weg dahin. Da ist die Burg. Gehen wir mal nach rechts. Kommen wir hier lang? Ja. Oh ja. Oh ja. Cool, cool. Da geht's auch lang. Ah. Hier, das sieht doch gut aus. Können wir da nicht mal aussteigen? Da den Berg hoch. Wo sind wir hier? Berghops Westhang. Ich habe wieder irgendwas gefunden. Eine dicke Eiswand versperrt den Weg. Aha. Aha. Können wir die nicht aufsprengen? Ist hier noch irgendwas Cooles? Hallo. Oh. Oh nein. Was haben wir denn hier für Viecher? Samariter verstecken. Ach, Edward ist jetzt da. Und der andere nicht? Verstecken. Ja, dann greifen wir einfach normal an. Wo ist denn Teller? Ist der jetzt gar nicht mehr dabei? Ich dachte, der wäre jetzt automatisch auch noch dabei. Okay. Können die mal sterben? Die Viecher? Okay, tot. Toll. Ja, super hier. Die sind ganz schön kräftig, die Burschen hier. Die Toten. Mit ihren Schwertern. Ja, ist gut. Hört auf, mich anzugreifen. Der ist auch schon mal weg. Das finde ich gut. Einer weniger. Ja, und tot. Toll, so. Rydia, vielleicht solltest du mal wiederbeleben. Vielleicht ist das Spiel vorbei für mich hier. Das war's dann. Das alles nochmal machen. Nee, Vitra bitte. Naja, mach mal.
Das wird nichts mehr. Das schafft die alleine nicht. Kann die weglaufen? Lauf mal weg. Lauf weg! Entkommen. Ja, da ist sie alleine, die Lydia. Kann man ja auch mal machen. Komisch, dass mit diesem... dass die hier nichts machen können. Geh mal weg hier. Ich glaube, ich möchte hier doch nicht sein. Nein! Lauf weg. Lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Dafür sind wir noch nicht stark genug. Die sind jetzt alle tot, ne? Oh Mann, oh, das ärgert mich jetzt voll. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4. Ich belebe mal meine Leute hier wieder und so. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch mit unserem Staubsauger erreichen. Ne? Was wir noch so Tolles finden. Schaltet wieder ein. Dann freue ich mich. Bis dann.